Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu unserem neuen Unboxing-Video, in dem es um ein relativ großes Modell geht. Nee, wirklich? Und wir holen ihn jetzt am besten schon mal raus, dann geht es gleich etwas schneller. So, wir haben ihn dann mal rausgeholt hier. Das ist er also, der Beetle Pro 4WD von FG Modellsport. Und eine ganz nette Knutschkugel. Ja, ist relativ, relativ wuchtig. Ist ja auch ein 1:5er. Modell, beziehungsweise 1:6, also ist ja auf jeden Fall ein Großmodell. Mhm. Und wir haben mal alles rausgeholt, was im Lieferumfang enthalten ist. Das geht relativ schnell. Wir haben ja einmal so einen Zündkerzenschlüssel, beziehungsweise Radmuttern packt er nicht, dafür ist er zu groß. Okay. Dann haben wir hier noch Kleinteile, das ist später für die Anlenkung. Denn das können wir schon mal sagen, das ist ein Rolling-Chassis mit Motor, das heißt Servos, RC-Anlage und Empfängerakku fehlen noch. Und um die Servos dann eben anschließen zu können an die Gasgestänge bzw. Lenkgestänge, haben wir hier ein paar Kleinteile. Genau. Hier haben wir den Spoiler, ne? Kein Offroader ohne Spoiler. Der kommt dann richtig hier hinten quasi, füllen wir die Heckscheibe, macht schon richtig was her. Ja, muss man nur bei den Überschlägen aufpassen, dass er nicht abbricht. Ja, gut. Dann haben wir hier noch einen Neuheitenkatalog, muss das sagen, 2017. Steht ein bisschen drin, was es noch so gibt bei FG Modellsport. Und hier kleines Manko, kann man jetzt schon sagen, die Anleitung, die hat wohl der Praktikant kopiert und zusammengetackert. Da ist also nichts in Farbe und es ist recht viel Text da drin, aber man findet dann auch weiter hinten ein paar Zeichnungen bzw. Fotos mit Ersatzteilnummern und so weiter. Das ist besser als nichts, sagen wir mal, aber... Du bist einfach viel zu verwöhnt. Ja, gut. Früher hat uns das gereicht, so ein paar zusammengetackerte Blätter. Ja, es ist immerhin deutsch. Das muss man ja auch meinen. Da kommt was zu. So, nehmen wir mal den Hauber ab, würde ich sagen. Richtig. Dafür sind wir ja hier. Zum Hauber abnehmen. So. Den Beetle, bzw. diese Käferkarosserie gibt es ja schon etwas länger bei FG. Die ist komplett fertig lackiert und mit Aufklebern versehen. Das ist klar. Das ist das Chassis. Ja, FG-typisch, sehr solide. Also ich glaube, da muss man sich zunächst mal keinerlei Gedanken machen. Das ist das relativ bekannte Monster-Chassis von FG, also auf dem auch der Monster-Truck basiert. Und ja, es ist, wie man sieht, schon ausgestattet mit dem Motor. Das ist ein Zenoa-Motor natürlich. FG setzt ja auf Zenoa. 26 Kubik mit einem Standard-Auspuff, also kein Resorohr, der geht hier nach hinten raus. Das ist schon mal gut gemacht. Luftfilter ist auch schön ölig, da kann man direkt loslegen. Sprittank, ja, der dürfte für einiges an Fahrzeit reichen. Ja, da dürfte man sicherlich fast eine Stunde mit unterwegs sein können. Genau. Dann haben wir unten, was ja typisch für FG ist, können wir mal so ein bisschen zeigen, hier diesen Tunnel, in dem läuft der Zahnriemen, der eben die Vorderachse mit Kraft versorgt. Das ist ja ein Allradmodell. Wir haben natürlich zwei Differentiale, vorne und hinten. Und ja, dazwischen sitzt die ganze Elektronik, beziehungsweise bei dem fehlt sie noch, denn hier brauchen wir noch zwei Servos, ein Gasservo, ein Lenkservo. Ja, ist schon alles vorbereitet. Ja, also viel Auswahl hat man auch nicht, man weiß schon, wo man sie platzieren muss. Richtig. Hier haben wir noch einen Träger, der dann später den Empfängerakku aufnimmt. Da nimmt man am besten so einen 5-zelligen Nickelakku. Und hier kommt noch der Empfänger rein. Und wir haben, kann ich ja schon mal hervorholen hier, freundlicherweise noch von RCK Shop Robitec zwei passende Servos bekommen. Einmal hier ein Standard-Servo für Gas und Bremse. Ich lasse das einfach mal drin. Ja. Sieht sehr edel aus. Komplettes Aluminiumgehäuse, Metallgetriebe natürlich und auch ordentlich Stellkraft. Das wird also Gas-Bremse betätigen. Hier haben wir noch ein Jumbo-Servo. Für mal ein Messer geben? Das habe ich. Achso, das auch jetzt. Okay. Das ist das Jumbo-Servo für die Lenkung. Das können wir mal gerade rausholen. Wie man das so kennt. Ein großes Teil, kann ich mal hier zeigen. Mhm. K-Power. Ja, keine halben Sachen. Richtig, das hat ordentlich Bums, denn wir haben es ja hier auch mit einem schweren Brocken zu tun. Ja, definitiv. Das vor allem, wenn man sich hier mal so die Achse anschaut, also die Querlenker, das Lenkgestänge, da gibt es doch schon ein bisschen was zu bewegen. Ja, von den Rädern ganz abgesehen. Mhm. Ja, aber ansonsten, das macht echt einen super Eindruck. Und auch, wenn man sich hier mal die Stoßdämpfer anschaut, Das ist mal richtiges Kaliber. Genau, das sind nämlich auch die, weil es die Pro-Version ist, sind das teilweise Komponenten vom Leopard, also von der Wettbewerbsversion. Mhm. Dazu zählen unter anderem die Stoßdämpfer. Und ich kann jetzt mal versuchen, das so ein bisschen hier in unsere Detailkamera zu halten, wie so eine Achse da aussieht.
Das ist also FG-Standard, sage ich mal. Schön einstellbarer Stoßdämpfer. Wir haben rechts-links Gewindestangen für Spur und Sturz und so weiter. Selbstverständlich haben wir eine komplette Kugellagerung. CVD-Wellen gibt es nicht. Das sind hier noch Knochenwellen. Gibt es aber natürlich als Tuning- bzw. Zubehörteile dann, wie von FG gewohnt. Und was wir jetzt mal machen können, ist, wir messen das Teil mal aus. Genau, das ist eine Idee. Dann sehen wir mal, dass im Video vielleicht nicht so rüberkommt, was wir hier wirklich haben. Ne? Machen wir noch die Länge über alles mal. Länge über alles. Da sind wir hier bei 67 cm. Oh, schon mal ganz ordentlich. Ja, machen wir die Breite. Oh, bei 51 gut weg. Ja. Das ist auch nicht zu verachten. Mhm. Dann können wir mal gucken, was wir für einen Radstand haben. Ja, das sind 53. Mhm. Das ist schon ganz ordentlich. Das ist also auf jeden Fall ein ausgewachsenes Großmodell. Richtig, darum stellen wir ihn auch nicht auf unsere Waage. Nee, die geht nur bis 3 Kilo oder sowas. Ja, ich glaube, das lassen wir mal lieber. Der wiegt mehr als 3 auf jeden Fall. Ich schätze mal, der wird so bei 11, 12 liegen. Also, das sind schon ein paar Kilo, die hier zusammenkommen. Definitiv. Und, was ich noch sehe gerade, wir haben Stabilisatoren natürlich. Ja, vorne und hinten. Ja. Das ist also schon ausgereifte Technik. Das ist nicht irgend so ein, ich sag mal, so ein China-Großmodell, wo man mal eben auf der Wiese hinterm Haus ein bisschen rumballert und nach 3 Runden fällt schon auseinander, sondern das hier ist wirklich die gewohnte FG-Qualität. Ja. Und ich würde sagen, wir schauen mal, dass wir diese tollen Servos hier möglichst schnell reinbekommen. Der Aufwand hält sich ja zum Glück in Grenzen. Ne? Ja. Also ist ja alles soweit vorbereitet. Ich denke auch. Einschrauben, dann den Motor ein bisschen einlaufen lassen. Benzinmotoren bereiten ja in dieser Hinsicht weniger Probleme als die kleinen Nitros. Richtig. Das ist ja deutlich entspannter. Ja, und dann Anreißstart haben wir natürlich, ja, wie man das kennt, von Kettensägen und Co. Ja, ist ja letztendlich nichts anderes. Genau. Und ich denke mal, maximal 2 Stunden Aufwand, dann hat man das Ding fahrfertig. Ja. Und dann geht es auch schon auf die Piste. Und das werden wir jetzt mal machen. Beziehungsweise nicht jetzt sofort, aber in Kürze. Ja, können wir mal damit anfangen. Ne? Und da gibt es natürlich wieder einen ausführlichen Bericht dazu in Castle Details. Und schaut einfach mal rein, dann erfahrt ihr alles über dieses Hupsasa. Modell. Großmodell.